Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und ich habe euch heute wieder ein Set von Mold King, das Mold King 10001 der Red Phantom 1 Ford GT, basierend auf einem Mock von Firas Abu. Weiß nicht, wie der Nachname völlig korrekt geht. Ich meine, das Ganze sei autorisiert vom Firas. Der hat schon mit Xingbao zusammengearbeitet, hat da einige Sets veröffentlicht und nun hat er auch mit Mold King eine Zusammenarbeit. Und ich meine, das sei autorisiert, also alles im grünen Bereich. Ich habe heute ein bisschen anderes Setup, andere Kamera, anderes Mikro. Ich hoffe, dass das Ganze einigermaßen funktioniert. Die Perspektive kennt ihr ja schon. Wie gesagt, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, dass das so gut ist, dass das besser ist, wie es bisher war. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es für euch so funktioniert hier mit mir. Ich würde sagen, wir packen das Set jetzt mal direkt aus. Hier ist wieder eine hübsche graue Plastiktüte. Natürlich, wie so häufig, keine OVP. Okay, alles leer. Das Ganze ist ein Ford GT, wie man hier auch auf den Aufklebern erkennen kann, ein Vorder. Das ist immer ein bisschen blöd. Aufkleber mache ich wahrscheinlich eh nicht drauf, von daher stört mich das jetzt hier nicht. So, da haben wir das. Die Anleitung. Jetzt schauen wir gerade mal rein. Und ja, Firas Abu Jaber Design and Authorized by steht zumindest da unten drauf. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch stimmt, dass die uns da nicht in die Tasche lügen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, der Firas, der hat ja da schon gewisse Erfahrung mit den chinesischen Herstellern. Ich denke, der ist auch nicht exklusiv bei irgendeinem, der lizenziert die Sets teilweise an mehrere Hersteller. Auch dieses Set gab es schon mal von Xingbao und hat das mit denen schon offiziell realisiert. Aber jetzt haben wir es dann halt in Gobrix-Qualität, wo wir ja eigentlich immer sehr zufrieden sind. Wir haben hier wieder die schönen Zip-Beutel von Mold King. Da haben wir insgesamt drei Stück. Also wir haben drei Bauabschnitte und hier noch eine Tüte mit Felgen und Reifen. Das sind schwarze Felgen, schwarze Reifen, aber für so ein Rennauto ja durchaus angemessen. Ja, schauen wir mal einen Blick, machen wir mal einen Blick in die Anleitung. Da hinten sehen wir die verschiedenen Funktionen, die das Set kann. Wir können die Tür aufmachen, wir können die Motorhaube aufmachen, wir können das Lenkrad drehen und wir können hinten auch noch irgendwas aufmachen, bewegen. Keine Ahnung, vorne und hinten irgendwie aufmachen. Der Motor wird wahrscheinlich eh hinten sitzen. Das weiß ich jetzt nicht. Anleitung, übliche Mold King Variante, neu gebautes, wird rot umrandet und bereits gebautes bleibt aber in der Farbe, in der sie ist. Wir haben 69 Seiten, 211 Bauschritte. Firas ist ja durchaus ein erfahrener Designer. Ich denke, da kann man ganz gut bauen. Mit Xingbao-Teilen war es manchmal ein bisschen schwierig, ob das jetzt hier mit den Gobrix-Steinen besser ist. Schauen wir mal. Es war halt nicht immer alles so hundertprozentig fest. Und ob das jetzt an den Steinen oder an den Bautechniken oder an der Kombination aus den beiden lag, das werden wir jetzt sehen. Insgesamt haben wir laut Anleitung 928 Teile. Das ist so ein Ding, was wir jetzt hier
an einem Stück aufbauen und da braucht man keine mehreren Videos dazu, würde ich sagen. Aber gut, jetzt ich fange jetzt an mit Bauabschnitt 1, mache wieder meine Fotos und dann melde ich mich, wenn es was Spannendes gibt. Und fertig sind wir mit unserem ersten Bauabschnitt von unserem Red Phantom, unserem Ford GT. Wir haben 59 Bauschritte gebraucht, um dieses hier fertigzustellen soweit. Es waren immer relativ wenige Teile pro Bauschritt, teilweise 2, teilweise 5, aber nie so wahnsinnig viel. Der einzige Bauschritt, wo hier viele Teile verwendet wurden, war hier diese Inverted Slopes, da haben wir mal 14 auf einmal verbraucht. Aber das war auch wirklich die einzige Ausnahme. Also da passiert pro Bauschritt nicht viel. Das ist watschen einfach, würde der Held sagen. Das kann eigentlich gut jeder bisher bauen. Technik ist auch jetzt nicht wahnsinnig viel drin. Ja, ein paar Pins und kleine Liftarme, ein Technikbrick. Aber hier die Zahnräder hier bei in der Radaufnahme. Aber ansonsten, also das ist wirklich nicht der Rede wert. Das ist also jetzt der Stand nach Bauabschnitt 1 und ich baue jetzt einfach weiter und ich melde mich dann nach Bauabschnitt 2 wieder. Und damit wären wir auch mit Bauschnitt 2 fertig. Wir haben 156 Bauschritte jetzt hinter uns gebracht. Und so weit sind wir jetzt. Wir haben jetzt hier schon das Dach und die Türen und hinten die Abdeckung. Aber der vordere Teil, der ganze, fehlt noch und natürlich die Reifen. So, da hinten haben wir jetzt hier die Heckklappe. Die kann man aufmachen, wenn man richtig reinfasst. Das kann man hier auch so hochklappen. Und dann kommt man hier an den Motor praktisch ran. Kann man das so hier so richtig schön aufklappen. Und hier wieder zu. So. Und und ansonsten haben wir halt hier vorne die Sitze reingebaut. Und hier die Türen, die hier so schön reinfahren. Wir haben hier diese Schräge hier oben und das passt ziemlich gut. Es ist, die Plates, die sind übereinander, die kommen sich nicht in die Quere
Und das haben wir gebaut. Es war jetzt halt hier ganz viel immer spiegelverkehrt gebaut, sodass man praktisch zweimal das gleiche gebaut hat. Aber gut, das ist halt bei einem Auto, das ist über weite Strecken symmetrisch. Und da muss man halt vieles einfach doppelt bauen. So, da haben wir fertig unseren Model King 1001, den Number GT heißt er hier auf der Anleitung. Creative Idea, 928 Teile von Firas Abu Jaber, wie auch immer mehr ihn aussprechen, dem Designer, der dieses Set bereits bei Xingbao veröffentlicht hatte und jetzt eben mit Mod King die Neuauflage praktisch macht. Bei Xingbao hieß es Red Phantom und hier bei Mod King ist es der Number GT oder sowas. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Ja, das war hier nicht ganz gut zusammengemacht, deswegen habe ich jetzt hier kurz nochmal unterbrechen müssen. Ja. Das Ganze ist ein Ford GT Mustang bzw. ein Fodor, wenn man den Aufklebern glauben mag. Ein Fodor und ein Mustang und was steht noch drauf? Der Sponsor ist FedXE, nicht FedEx. So ein Scheiß. Was soll das? Dann kann ich, also solche Aufkleber will ich mir doch überhaupt nicht drauf machen. Also wenn ich schon kein Problem mit Aufklebern habe, dann habe ich immer noch ein Problem mit so Schwachsinnsaufklebern. Also sowas packe ich mir jetzt nicht auf die Steine drauf. Also dann sollen sie es doch weglassen. Dann machen sie nur GT und schreiben nicht Mustang drunter. Dann könnte ich mir den Aufkleber hier oben schon durchaus vorstellen. Aber so doch nicht. Nee. Oder sie sollen statt Fodor einfach FORD einfach drauf machen, Einzelaufkleber, und dann muss das halt jeder selber aufkleben in der Reihenfolge, die er mag. Gut, auch nicht ideal, weil die Anbringung wahrscheinlich auch die meisten überfordern würde, die vernünftig gerade dann drauf anzubringen. Aber gut, wir wollen zurück zu dem Modell. Die Aufkleber interessieren nicht. Hier haben wir noch ein paar Reststeine, nicht der Rede wert. Das Einzige, was vielleicht hier interessant ist, sind vier so einmal zwei Drittel hohe Slopes drin. Die habe ich mich ein bisschen gewundert, warum die übrig geblieben sind. Die restlichen sind Einzelsteinchen, wie es bei Lego halt auch immer ist. Die 1x1 Sachen, da hat es immer einen Ersatz dabei und das ist hier eben genauso. Aber jetzt zurück zu unserem Modell. Und zwar, jetzt schauen wir uns einfach mal rundherum an. Das ist die Vorderansicht. Da haben wir hier die Beleuchtung. Und hier haben wir Rückspiegel, die Seitenansicht, hier der schöne Farbstreifen, die weißen Steine, das macht sich auch gut. Hier schwarze Felgenkappen drüber, schön große Speichen sozusagen. Und da hinten Rückansicht, die Auspuffanlage, Rücklichter und natürlich die andere Seite, die sieht genauso aus. Hier haben wir eine so Trans Black
Windschutzscheibe, ich glaube, die kennen wir vom Ferrari von Lego. Die ist nicht ganz ideal, die hat ein paar Kratzer, die ist nicht so toll, aber ist okay. Habe ich schon besser gesehen, habe ich schon schlechter gesehen bei China-Herstellern. Die war jetzt auch nicht extra verpackt, das wäre vielleicht die Lösung gewesen, dass die auch gut beim Kunden ankommt, aber ja, ist halt hier nicht geschehen und dementsprechend hat sie ein paar Kratzer. Aber das ist das. Ja, hier vorne kann man irgendwo aufklappen. Ja, hier an dem Griff nochmal hier sozusagen einen Kofferraum. Ja, nichts Spannendes, halt eine gefliesste Fläche. Dann haben wir hier hinten haben wir den Motor. Da kann man auch aufmachen. Habe ich ja vorhin schon gezeigt, wenn ich es hinkriege. Das sieht dann so aus. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, die Lösung, dass man hier das so hochklappen kann. Und ja, der Motor selber ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend gebaut. Da ist halt so ein bisschen was angedeutet. Und dann klappen wir es hier wieder herunter. Und dann sieht es auch wieder gut aus. Und dann schließlich haben wir hier die Türen, die aufgehen. Was ich in der Anleitung gedacht habe, dass man hier das Lenkrad drehen kann, also hinten auf der Abbildung. Man kann den Schalthebel hoch und runter bewegen. Das Lenkrad ist fest, das kann man nicht drehen. Naja, das als Funktion verkaufen zu wollen, das ist schon sehr, ich würde mal sagen, sehr nach Strohhalm greifen, irgendwie noch irgendwelche Features hier zu präsentieren, die es einfach nicht gibt in diesem Modell. Die Türen sind etwas filigraner gebaut, aber jetzt auch nicht wahrlich, auch nicht instabil oder sowas. Was auch immer ein bisschen schwierig ist, hier wenn man die Windschutzscheibe runterklappt, dass die nirgends festhängt. Da muss man auch gucken, dass der Schalthebel nach hinten ist und nicht nach vorne, weil sonst geht es nicht ganz runter. Das tut man am besten gar nicht mit Spielen, sondern das so anpassen, dass es gut aussieht und dann lässt man es in Ruhe, weil ja, wirklich ein Spielmodell wird es wahrscheinlich bei 0,3% aller Käufer und Bauer dieses Modells sein. Für die anderen ist es ein Ausstellungsstück, ein Displaymodell und den Zweck erfüllt es, denke ich, auf jeden Fall. Ja, das ist stabil, da fällt jetzt nichts ab oder so, die Räder sind fest, die Türen, an denen würde ich es jetzt nicht hochheben, aber da braucht man jetzt auch nicht unbedingt irgendwie aufpassen, da kann man schon hin und her reißen und tun, da passiert nichts. Also das Ding ist schon stabil, nur vielleicht in dem Bereich hier oben, aber eigentlich auch nicht. Das ganze Ding ist sehr stabil gebaut. Das liegt natürlich an den sehr guten Steinen von GoBricks. Das funktioniert einfach. Ich meine, ich hatte irgendwo eine minimale Farbabweichung entdeckt bei den roten Farben. Aber jetzt nicht so, dass ich dafür irgendwie ein Fass aufmachen würde. Es ist nicht ganz exakt immer die gleiche Farbe. Und hier diese Teile, diese langen Bögen hier, bei denen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Gobix-Steine sind, weil die waren extra verpackt, zusammen mit den Felgencovers hier und die sind, ja, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man es hier im Bild erkennt, die sind minimal dunkler zum Beispiel als hier die Fliesen da. Ah. Die haben einen leicht anderen Rotton. So kommt es mir zumindest jetzt hier in meiner Beleuchtung vor. Aber
Wenn ich es jetzt so angucke, dann denke ich, das liegt halt am Schatten, weil das ja eine andere Wölbung ist wie beim Rest. Und dann denkt man, dass es liegt am Schatten und nicht an dem Rotton des Steins. Der Bau hat viel Spaß gemacht. Es ist so Bautechniken fand ich jetzt dann doch ein paar spannende dabei. Hier die Türen, wie die befestigt wurden. Hier diese Säule hier und auch wie die Scheibe reingeklappt wird und alles hier vorne. Also das hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Ich würde es natürlich nie hinkriegen, auf eigene Faust hier irgendwie sowas auch nur ansatzweise hinzukriegen. Die Formen, Winkel. Der Firas, der hat ja schon einige Autos gebaut und der weiß einfach, wie man sowas macht. Auch hier hinten die Rückpartie, die ist ja auch leicht angeschrägt. Dass das alles so passt, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also ich finde das echt ein hübsches Set. Wie gesagt, 928 Teile. Das ist von mir durchaus eine Empfehlung. Es ist autorisiert. Also nicht immer dieses, ja, kauft euch, aber kauft noch die Anleitung. Das ist hier nicht nötig. Da ist schon alles erledigt. Das ist fair. Ich denke zumindest, dass es relativ fair ist. Aber wie gesagt, Firas hat schon mit Xingbao zusammengearbeitet. Und also er kennt sich eigentlich mit dem Geschäft aus. Ich denke nicht, dass er sich da jetzt irgendwie übers Ohr gehauen hat lassen hier von Mode King. Das ist die Zweitverwertung. Also eigentlich schon fast frech von ihm, dass er seine Modelle gleich zweimal an verschiedene Hersteller lizenziert. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, es garantiert eine bessere Steinequalität als beim Xingbao-Modell. Ich weiß nicht, ob sich sonst irgendwas geändert hat. Da keine Ahnung, ich kenne das Xingbao-Modell selber nicht, aber ich kenne Xingbaos Steine und da ist das hier auf jeden Fall besser. Gut, dann sind wir jetzt auch schon wieder durch hier mit unserem Bau von unserem Autochen und mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, dann gerne bitte einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo abschließen und die Glocke klicken, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich mit euren eigenen Bauprojekten viel Spaß und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, euer Axel von Steinreich TV.